Der Luca Lessel. Was kann denn der Luca? Ich will dich anklicken, Luca, Mensch. Halt doch mal still. Der Luca. Viel Mind, Spirit, wenig Body. Wäre also schon was für... Nee, das ist der falsche. Da. Den Trapper. Der Trapper ist ein Jäger, den man anweisen kann. So. Pass auf. Du gehst jetzt. Ja, wir wollen den auch nicht so weit weglocken, damit er nicht Probleme kriegt, wenn er mal so weit weg ist. Das Feld muss immer 10x10 groß sein. Ansonsten gibt es da Komplikationen. Also mindestens 10x10. Kann sicher größer sein. Aber nicht kleiner. So. Dann bauen die hier das Häusle fertig. Währenddessen können wir schon mal ein weiteres Haus in Auftrag geben. Geht das so? Muss man ein bisschen aufpassen, wo man die Sachen hinbaut. Weil die brauchen auch Platz zum Bauen. So. Nehmen wir das mit. Warum bauen die jetzt das hier nicht? Bum, bum, bum. Finish. Muss man das alles einzeln anweisen hier, oder was? Nein, warte. So. Jetzt sollten sie es bauen. Hier nehmen sie noch die letzten Sachen weg. Sehr gut. Sehr gut macht ihr das, meine kleinen Kinders. So, wenn die dann mal fertig sind und sich da hochbauen. Nö, aber sie mögen das gerade nicht. Sie haben keine Lust, hier was zu bauen. Wir möchten jetzt das Haus bauen. Jetzt sind dann 6 Stück. Ah, doch, jetzt. Was? Peng? Ja, er fängt halt Tiere. Nimmt die auseinander, packt das Fell hier ins Lager und das Fleisch auch. Aber irgendwie sind hier keine Tiere. Vielleicht ist hier zu wenig Wald oder so, keine Ahnung. Ah, hier, ein Häschen. Ein Häschen wurde gefangen. Oh, kleines Hoppelhäschen. Du wirst gleich... gegessen. So richtig nett. Du bist gegessen. So, was haben wir denn hier? Der nächste Händler, der handelt mit Stoffen und mit Leder. Beziehungsweise mit Wolle und mit Leder. Das sind halt die einzelnen Ledersorten, die man kriegen kann von den einzelnen Tieren. Aber da brauchen wir alles nicht momentan. Wir haben ja genug. Und deswegen sagen wir, nö, wollen wir nicht. Tschüss. So, es wird jetzt Zeit, dass wir mal unseren Soldaten kriegen. Damit der aufpasst. Schnappt sich Schwert und Schild und fängt jetzt an, immer hier bei den Ressourcen rumzulaufen, bei den Feldern und bei den Lagerhäusern. Und deswegen, wenn ihr am Anfang was baut, solltet ihr das alles zusammenhalten, damit die immer in der Nähe von den ganzen
Ressourcenkram sind. Oh, guck mal, er hat schon Level 1 erreicht und kriegt 10% mehr Speed. Oh, und maximal Lebenspunkte sind auch um 10 erhöht worden. Das war super. Dip, 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 dip. Okay. Aber wir haben immer noch das Problem hier, dass die Treppe nicht bauen wollen. Jungs, ganz ehrlich, das ist nur eine einfache Treppe. Kann doch nicht so schwer sein. Oder machen die jetzt hier wegen dem Haus? Kann natürlich sein, dass die Priorität jetzt auf dem Bau des Hauses liegt. Dann habe ich nichts gesagt. Okay. Wir sollten aber auf jeden Fall nochmal ein Haus bauen. Was haben wir denn hier? Ach, unsere Suppenküche, die wir uns selbst gebaut haben in einem von den anderen Staffeln. So, ja. Stimmt. Können wir eigentlich hier hinten irgendwo hinbauen? Eigentlich hier vorne, weil sei auch in der Nähe von dem, So, Moment. Eben da ran. Ne, da war falsch rum. Mal eben ums Mikro rumgreifen. So. Genau, dann können wir da die Suppenküche hinbauen. Weil das ist in der Nähe von den Feldern und von dem restlichen Esskrams. So, beim nächsten Daily Update, wo wir einen Siedler dazu kriegen, machen wir ihn zum Koch. Sofern er es dann schon kann. Ja, kann er. Huch, nein. Haben sie dich jetzt da oben stehen lassen, oder was? Was hast du denn für Freunde? Ah, die sind ja gut. Solche Freunde braucht man. Mädels? Könnt ihr die mal da wieder rausholen? Wäre voll nett von euch. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen auch ständig neue Lampen. Deswegen werden wir die auch so damit reinpacken. Okay, wir werden noch ein bisschen Holz brauchen. Ich glaube, die haben die Holzproduktion hochgeschraubt. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man nämlich jetzt auch. Was? Das war die Musik von Feinden. Wo denn? Ach, da hinten. Guck mal. Ein Goblin. Du ahnst es nicht. Okay. Könntet ihr das jetzt hier mal bitte bauen? Machen das anders. Das nehmen wir nochmal weg. Hallo? Remove. So. Und hier machen wir das so. Vielleicht hatten die Probleme damit, weil ich hier ein Holz schon hingepackt habe. Manchmal, ja, haben die ganz komische Probleme, die Mädels. So. Okay. Dann haben die das auch jetzt fertig. Dann können wir jetzt da Holz hin tun, sobald die Leiter weg ist. Tja, manchmal haben die ganz komische Prioritäten, wie die irgendwas bauen können, wollen, sollen, tun, machen. Ja. Okay. Was wollte ich jetzt machen?
Achso, ich wollte gucken, ob wir Bäume anbauen können. Das wollte ich erzählen. Ja, hier. Weil man kann inzwischen Bäume selbst anbauen. Deswegen ist der Baumverbrauch auch jetzt höher wieder als noch in der letzten Version von Stoneheart. Okay, machen wir hier ein kleines Feld hin, wo wir auch schon Baumwolle anpflanzen. So. Bauen noch eine Hoe. Wegen zu viel Farmerei sonst hier. Och nö. Jetzt keine bösen Buben hier. Ja. Hier werden wir den ersten Kampf sehen. Ich werde das mal langsam machen. Ich hoffe, dass der eine Soldat ausreicht dafür. Aber müsste eigentlich. Ein Zombie. Oder was ist das? Ja, ein Zombie und ein Skelett. Die Zombies und die Skelette, die greifen nicht nur uns an, sondern wenn auch Goblins in der Nähe sind, dann kriegen die genauso einen auf den Sack. Los, hau die! Genau, immer feste drauf. Wir versuchen natürlich ins Dorf zu kommen und uns die Leute zu killen. So, das ist unser Loot. Sprich, wenn man die umhaut, dann lassen die immer was fallen und könnt ihr dann einsammeln. Okay, dann haben wir das soweit. So, dann haben wir hier das auch fertig. Das lassen wir erstmal so. Das können wir dann später schöner machen. Unsere Welt muss schöner werden. So. Ja, könnt ihr nochmal wiederkommen. Wir werden hier jetzt nämlich einfach eine Treppe in Stein meißeln. Oh. Okay. Machen wir das mal so. Vielleicht klappt das sogar. Okay, das klappt. Er kommt weg. Sehr gut, sehr gut. Das klappt doch perfekt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Mach es weg. So, dann haben wir hier schon mal eine Treppe reingemeißelt. Vielleicht sollten wir hier noch eine Reihe wegnehmen. Ich sagte, ihr sollt eine Reihe wegnehmen. Sind sie nicht niedlich? Sind sie nicht niedlich? So. So. Nimmt da alles weg. So, können wir das hier noch wegnehmen. Und das hier oben können wir sagen, remove, das bleibt dann einfach. Soll keine. Da kommt ihr locker hoch. So, dann sind wir schon mal hier. Dann müssen wir dasselbe hier machen. Damit wir dann auch hier hochkommen. Wir wollen ja da oben zu den Bäumen. Mädels, ihr steht im Weg.
Ist euch klar, ja? Nö, ist euch nicht klar. War ja klar. Könnt ihr jetzt da mal weggehen? Das wäre voll nett. Ja. So. Ist das eine vernünftige Treppe? Oder nicht? So ein paar Nasen, ey. Ist es eine Treppe? Alles klar. Nö, wir stehen im Weg und singen Bumsfallera. Okay, dann können wir hier... Wie gesagt... noch so einen Holzbalken hinpacken. So. Das sollte eigentlich lang. Daily Update. Und noch ein weiterer Siedler. Der Bromboltose. Oh Gott. Ach, da oben kommt er angelatscht. Okay. Der Brom. Was wollte ich machen? Ich wollte ihn zum Koch machen. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Kochlöffel. Wo kriegen wir den Kochlöffel her? Ich glaube von einem Mason. Also brauchen wir erstmal einen Mason. So, gucken wir uns mal ganz kurz an, was für... Ja, der... Dann nehmen wir den hier als Mason. Change Job. Mason. So. Und den Brom, den werden wir... Nein, wir werden die... Die Wind. Werden wir zum... zweiten Soldaten machen. Dann haben wir soldatentechnisch auch... erstmal unsere Ruhe. Mal zu zweit ist immer besser als alleine. Okay. Dann haben wir hier unseren Mason. Da, der kann nämlich die Kochlöffel herstellen. Sehr gut. Bau uns mal dein Mason Schrank, hätte ich was gesagt. Oh. Ja, das können wir da hinstellen. Erst einmal. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Betten. Oh, da drehen wir. Und bauen es hier hin. Nein. Remove. Das drehen wir und bauen es hier hin. So. Mensch, jetzt baue es doch dahin. Okay. Das nächste Haus. Als nächstes brauchen wir dann so eine Art Taverne. Mit Tischen und so Kram. Wo die Leute sich dann hinbegeben können, wenn sie Hunger haben. Und deswegen, auch dafür gibt es schon was Vorgefertigtes. Wie gesagt, das könnt ihr auch alles selber bauen. Werde ich euch auch noch zeigen. So. So, eben. Warum setzt ihr das denn immer einen halben Meter daneben dann? Das ist doch... Komm, wir verarschen jetzt mal den Drehwerk. Setzen das woanders hin. So. So machen wir das jetzt. Oh, da kommt ein Goblin an, der uns bestehlen will. Aber wir haben ja zwei aufmerksame Soldaten, die den Soldaten direkt, den Goblin direkt auf die Nuss hauen. So. Okay, hier haben wir einen Händler für Fahnen oder Klamotten. Und da wir momentan noch nicht so schnell in Klamotten kommen würden,
und wir auch nur zwei Soldaten haben, kaufen wir uns aber die Klamotten. Und damit sind die denn besser geschützt. So. Die schnappen sich das auch direkt. Und alles ist gut. Weil die Goblins können schon mal nerven auf Dauer. Ach so, der Mason. Der Mason kann ja auch mal ein paar Sachen herstellen. Zum Beispiel kann er nachher den Schmiedehammer und den Löffel. Aber den Löffel kann er erst, wenn er Level 2 ist. Also müssen wir erstmal ein paar andere Sachen herstellen. Wir können sogar eine Steintruhe herstellen. Okay. Was brauchen wir denn? Nehmen wir erstmal ein paar Bänke. Oh, 5 Stück. Passt. Kann nicht schaden. Ein paar Bänke zu haben. Dip, 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 dip. Also die Suppenküche haben wir auch noch nicht fertig gebaut, sehe ich gerade. Aber dafür brauchen wir auch, brauchen wir auch erst noch mehr Stein. Wir werden jetzt hier einfach mal großzügig uns dann Stein besorgen. So. Kann sich natürlich auch unter dem Berg irgendwie eine kleine, ich hätte es fast Hobbit-Höhle gesagt, bauen. Kann man natürlich auch machen. Aber da möchte ich jetzt gerade gar nicht. Sondern ich brauche einfach nur Stein. Ja. Wie vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge schon erwähnt, wird es bald möglich sein, dass man sagen kann, wer was machen soll. Das finde ich ganz gut, weil jetzt fangen die nämlich wieder an, das Haus nicht weiter zu bauen. Weil die erst meinen, nee, wir müssen eben in eine Mine gehen. So kann man denen zum Beispiel sagen, gut, zwei Stück gehen in die Mine oder einer geht in die Mine, zwei bauen das Haus weiter, fertig. Aber ich sehe gerade, da wird... Ach, der Carpenter baut das Haus fertig. Das ist ja nett. Der ist ja nett von dem Mann. So, dann haben wir hier auch eine Menge Ressourcen. Gegebenenfalls können wir das hier so ausbauen. Dass wir hier sogar kleines Lager reinmachen. Daily Update. Und noch einen netten Mann. Okay. Den werde ich jetzt erstmal lassen und den nicht wegen Beruf zuweisen. Oder ihr? Ihr, Entschuldigung. Damit das denn auch mal fertig wird hier. Und dann werden wir gleich noch einen zweiten Farmer brauchen. Aber unsere Bestände füllen sich stetig an. Das ist schon mal. Oh, hier haben wir sogar ein bisschen Gold gefunden. Dann haben wir hier noch Kupfer, Zinn. Und diesmal echt eine Menge Eisen. Das habe ich eigentlich sonst so nicht. Wieder ein bewaffneter Goblin. Zwei bewaffnete Goblins. Okay. Wo wollen die denn hin? Wo will der denn hin?
Oh, hier kriege ich mit dem Steinschwert einen auf den Nuss. Mit dem Holzschwert. Oh. Okay. Was will der denn hier oben? Oh. Muss man nicht verstehen. Nö. Ist auch nicht weiter wichtig. Okay. Wir sammeln hier mal die Sachen ein. Das einsammeln. Sonst liegen die hier rum. Und das ist ja nicht schön. So. Dann haben wir schon mal ein paar Häuser. Das hier ist auch fast fertig. Sehr gut.